Hallo, ich stehe hier heute vor dem Tränenpalast der ehemaligen Ausreisehalle am Bahnhof Friedrichstraße. Ich bin Helen Stössel und Mitarbeiterin im Bereich Bildung bei der Stiftung Haus der Geschichte hier am Standort in Berlin. Normalerweise haben wir hier viele Schulklassen zu Gast. Doch schon vor 1990 sind hier viele Schulklassen durch das Gebäude gelaufen. Damals auf Klassenfahrt von West nach Ost. Ich nehme euch heute mit in die Ausstellung und erzähle euch etwas zu diesen Klassenfahrten in die DDR. Wir befinden uns hier im ehemaligen Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Hier verkehrten sowohl die Ostberliner S-Bahn, die Westberliner S- und U-Bahn als auch Transitzüge in die Bundesrepublik. Gerade hier will das SED-Regime die Reisenden kontrollieren und Fluchten aus der DDR verhindern. Für die Kontrollen ist im Bahnhof nicht genug Platz. Der Tränenpalast wird 1962 eröffnet und bis 1990 als Grenzübergang genutzt. Der Tränenpalast war ein besonderer Grenzübergang, denn hier durften verschiedenste Gruppen ausreisen. Besucherinnen und Besucher aus der Bundesrepublik, aus West-Berlin, Diplomatinnen und Diplomaten, internationale Reisende sowie Ostdeutsche, die die DDR im Rahmen der ständigen Ausreise verließen. Auch Schülerinnen und Schüler auf Klassenfahrten passierten hier die Grenze. Doch wie lief die Ausreise eigentlich ab? In der Zollkontrolle wurde ihr Gepäck begutachtet. In der Passkontrollkabine wurden ihre Papiere geprüft. Waren Sie zur Ausreise berechtigt? Danach gehen Sie durch einen Gang in den Bahnhof. Dort gab es ein Gewirr von Gängen, das sich immer wieder änderte und heute nur noch sehr schwer zu rekonstruieren ist. Die Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie nach den Kontrollen sehr erleichtert waren. Doch wie laufen die Klassenfahrten eigentlich ab? 1972 beginnt die westdeutsche Bundesregierung, Klassenfahrten in die DDR stark finanziell zu fördern. Mitte der 1980er Jahre fahren schon fast 6.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr auf Klassenfahrt in die DDR. Die SED lässt sich darauf ein und profitiert davon, dass die Reisenden in D-Mark bezahlt werden müssen. Sie kontrolliert das Programm und auch die Begegnung der Westdeutschen mit ostdeutschen Jugendlichen. Das Programm ist durch Jugendtourist, das Jugendreisebüro der DDR, vorgegeben. Es umfasst vor allem kulturelle Aktivitäten wie Stadtbesichtigungen, Besuche der Wartburg in Eisenach oder der Goethe- und Schillerhäuser in Weimar. Im Programm sind auch organisierte Begegnungen mit Jugendlichen aus der DDR enthalten, meist FDJ-Mitgliedern, die in Berichten als sehr steif beschrieben werden. In Diskotheken und auf der Straße machen die Jugendlichen aber ganz andere Erfahrungen und stellen oft fest, dass die Jugendlichen in der DDR ihnen ähnlicher sind als erwartet. Ich freue mich schon darauf, wieder Besucherinnen und Besucher bei uns begrüßen zu können. Bis bald und bleibt zuversichtlich!